Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine kleine Buchvorstellung für euch und zwar zu einem ganz besonderen Buch, nämlich zu dem Buch Als ob du mich liebst von Michelle Schrenk. Erstmal vielen lieben Dank an die Autorin und an mein Wunder für das Exemplar. Es ist dieses wunderschöne Hardcover-Exemplar und ja, ihr könnt es halt in diesem Hardcover kriegen oder auch als E-Book. Ich werde euch auf jeden Fall alles unten in der Infobox verlinken, also könnt ihr da gerne vorbeischauen, wenn ihr ja vielleicht neugierig werdet nach diesem Video. Es geht um Jasmin und ja, Jasmin hat ein ganz spezielles Vorhaben, denn sie möchte, ich sag es mal so, die ganz großen Gefühle erleben und dabei ganz spezielle Sachen machen, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, einen Kuss im Regen, Händchen halten und so weiter. Und ja, dafür hat sie halt eine spezielle Liste mit diesen ganzen Herzklopfmomenten, die sie halt gerne erleben möchte. Und sie möchte das mit einem ganz speziellen jungen Mann erleben, nämlich mit Cale. Und ja, dieser lässt sich dann, ich sag mal, wegen besonderer Umstände darauf ein. Und ja, zusammen erleben die beiden diese speziellen Momente. Und ja, also ich komme erstmal zum Schreibstil. Das war gerade so ein bisschen grob der Inhalt. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn ich finde, das Buch hält ein paar Überraschungen bereit und die möchte ich euch auf gar keinen Fall kaputt machen. Der Schreibstil ist locker leicht, super flüssig. Ich kam wirklich super durch die Seiten, muss ich sagen. Man ist quasi nur so durch die Seiten geflogen und irgendwie wollte man auch immer weiterlesen. Es war einfach irgendwie so spannend und ich konnte mich teilweise auch echt in die Charaktere reinfühlen und ja, wie gesagt, der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Es war halt so typisch, dass man immer sagt, nur noch ein Kapitel und man liest immer und immer weiter und ja, es hat mir sehr gut gefallen und kommen wir zur Geschichte. Ich muss sagen, die Geschichte ist wirklich super, super süß. Vor allem am Ende hatte ich richtige Gänsehaut. Ja, da war so eine Szene und ich hatte wirklich ganz, ganz doll Gänsehaut und es hat mir so gut gefallen. Ja, es war wirklich richtig toll und ich fand es einfach klasse. Ich muss zwar sagen, ab und zu fand ich die Protagonisten, ja, ich fand sie ein bisschen anstrengend manchmal. Aber das hat sich eigentlich ziemlich schnell wieder gelegt, weil teilweise konnte ich sie verstehen. Manchmal waren auch so Momente, wo ich mir so gedacht habe, oh, okay, es muss jetzt nicht sein, so ein Augenverdrehen. Aber ich finde irgendwie, das gehörte so ein bisschen zu der Geschichte dazu. Das hat sie für mich irgendwie auch so niedlich gemacht. Und ja, das Thema, was hier behandelt wird, hat mich teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen mitgenommen aus persönlichen Gründen. Und deswegen konnte ich teilweise mit der Protagonistin wirklich nachfühlen, aber ich muss sagen, ich bin nicht wie die Protagonistin, ich bin ein bisschen anders. Deswegen gab es halt auch Momente, wo ich nicht so richtig nachempfinden konnte, aber das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Und ich muss sagen, ich fand Cale wirklich, wirklich toll. Er ist ein so lieber junger Mann und er ist wirklich toll. Ich mochte ihn wirklich, wirklich gerne, muss ich sagen. Er war so ein richtig süßer Bookboyfriend und ich finde, er war genau der Richtige für Jasmin. Und ja, es war wirklich, wirklich schön. Und dieses Buch beruht ja auf einer wahren Geschichte, nur mal nebenbei bemerkt, was ein Grund mehr ist, noch mehr Gänsehaut zu haben beim Lesen, vor allem am Ende. Und ich habe mir so gedacht, ja, es geht hier um Herzklopfmomente. Und ja, ich habe so eine kleine Aufgabe und zwar, was sind denn so meine Herzklopfmomente oder beziehungsweise welche waren das? Und ich muss sagen, ich hatte schon echt viele Herzklopfmomente, wo ich richtig happy bin, wo ich im Nachhinein sage, dass ich sie eigentlich nie wieder missen möchte, weil ja, sie mich geprägt haben, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie haben mich wirklich glücklich gemacht und ja, ich denke sehr gerne an diese Momente zurück. Es sind natürlich ganz viele private Momente mit meiner Familie, sowas wie Urlaube oder wenn ich mit meinen Geschwistern Mist gebaut habe. Das sind Dinge, an die denke ich bis heute zurück, auch wenn ich sehr vergesslich bin und auch sehr viel vergesse. Sind das so kleine Momente, an die ich super gern zurückdenke. Und es gehören natürlich auch Momente dazu, die ich dank dieser wunderbaren Book-Community habe. Es sind
Ja, Buchmessemomente, wo ich ganz wundervolle Menschen getroffen habe, wo ich wundervolle Autoren und Verlagsmitarbeiter treffen konnte und mit denen ein Gespräch haben konnte. Und das sind halt ja meine ganz persönlichen tollen Herzklopfmomente. Es gibt natürlich viele, viele mehr. In der Schulzeit, auch wenn ja, ich mochte Schule sehr, sehr gerne, beziehungsweise ich mag Schule sehr gerne. Ne, okay, man kommt nicht mit jedem klar, aber auch da waren so Momente, wo ich, ja, die ich nicht vergessen habe, die sich so in mein Herz gebrannt haben, in meinen Kopf. Ich bin zum Beispiel mal mit meinem früheren besten Freund, sind wir aufs Schuldach geklettert und das war auch so was, das werde ich niemals vergessen. Es war halt einfach total witzig und ja, es war auf jeden Fall ein Herzklopfmoment da oben, es war echt gruselig. Und ja, das sind so meine Herzklopfmomente und ich habe mir gedacht, es ist mal ganz cool, so zu erzählen. Und ja, dieses Buch ist auch voller Herzklopfmomente. Es sind so, ich sag mal, eher so romantische Herzklopfmomente, die ja in Verbindung mit einer Beziehung einhergehen, sage ich jetzt einfach mal. Das war zwar ein komischer Satz, aber okay, ich denke, ich hoffe, ihr versteht das. Also die halt mit dem Partner einhergehen, in diesem Sinne dann mit Cale. Und die beiden haben natürlich eine Regel: Tu so, als ob du mich liebst, so lautet der Deal. Nichts leichter als das, denn sein Herz hat er noch nie verloren. Bis jetzt. Genau. Die beiden haben eigentlich nur den Deal geschlossen, dass sie so tun, dass sie einander mögen, dass sie die Liste abarbeiten und danach getrennte Wege gehen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn während ihrer Fake-Beziehung entwickeln sie natürlich Gefühle und. Ja, ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Es war super, super süß und ich mochte es. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass es in die Richtung geht, in die es am Ende gegangen ist. Ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet, aber war dann trotzdem positiv überrascht und das soll es auch schon von mir gewesen sein und von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich verlinke euch die Autorin und auch die Bücher, beziehungsweise das Buch. Unten in der Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Herzklopfmomente sind. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!